Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über das Hebelgesetz in Phasendiagramm, auch Kononenregel genannt. Schon im Alltag begegnet ihr oft der Anwendung des Hebelgesetzes, zum Beispiel bei der Türklinke, dem Schraubenschlüssel oder dem Bieröffner. Das Hebelgesetz aus der Mechanik lautet Kraft mal Kraftarm gleich Last mal Lastarm und besagt, dass sich ein Hebel im Gleichgewicht befindet, wenn die Summe aller an ihm anliegenden Drehmomente gleich Null ist. Dies möchte ich nun an diesem zweiseitigen Hebel veranschaulichen. Da, wo das Brett aufliegt, befindet sich unser Drehpunkt. Links wirkt die Kraft 1 des Glases von 1,77 Newton und rechts die Kraft 2 des Glases auch von 1,77 Newton. Da die rechts und links wirkenden Kräfte gleich groß sind, müssen auch die Hebelarme R1 und R2 gleich groß sein, damit dieser Hebel im Gleichgewicht ist. Das heißt, das Drehmoment in Bezug auf den Drehpunkt, um den sich der Hebel drehen kann, ist auf beiden Seiten identisch. Bei diesem Hebel sind die beiden wirkenden Kräfte nun nicht mehr gleich groß. In der Mitte haben wir wieder den Drehpunkt. F1 beträgt 1,77 Newton, jedoch ist F2 größer, da das Glas befüllt ist. Trotzdem befindet sich der Hebel im Gleichgewicht. Dies liegt an den verschiedenen Längen der Hebelarme R1 und R2. F1 hat den längeren Hebelarm R1 und erzielt damit genau das gleiche Drehmoment wie die größere Kraft F2 mit dem kürzeren Hebelarm R2. Durch Umstellen der Gleichung lässt sich die Masse von F2 berechnen. Das befüllte Glas hat also eine Masse von 369 Gramm. Das Hebelgesetz lässt sich auch in der Thermodynamik in Phasendiagrammen anwenden, um Massenverhältnisse zu berechnen. Das schauen wir uns jetzt an dem Siedediagramm von Toluol und Benzol an. Wenn wir die durchschnittliche Zusammensetzung der Phasen eines 1:2-Gemisches aus Toluol und Benzol bei einer Temperatur von 95 Grad bestimmen wollen, zeichnen wir zuerst unser Gemisch mit einem Stoffmengenanteil an Benzol von 0,5 ein. Anschließend ziehen wir eine Isotherme bei 95 Grad Celsius. Der Schnittpunkt entspricht unseres Gemisches, welches im Zweiphasengebiet liegt. Dieses Gemisch ist jedoch nicht stabil und zerfällt entlang der Konode in seine Gas- und Flüssigphase. Um dessen Zusammensetzung herauszufinden, legen wir eine Konode durch unsere Mischung. Der Schnittpunkt aus Konode und Siedelinie gibt uns die Zusammensetzung der Flüssigphase an. Sie besteht aus einem Massenanteil von 0,32 an Benzol. Anhand des Schnittpunktes aus Konode und Taulinie lässt sich die Zusammensetzung der Gasphase ablesen. Sie besteht aus einem Massenanteil von 0,7 an Benzol. Abgesehen von der Zusammensetzung, Anzahl und Art der Phasen lassen sich auch die Mengenverhältnisse der Phasen ermitteln. Dazu stellen wir uns die waagerechte Konode als Hebel mit den Hebelarmen A und B vor, wobei unser Gemisch den Drehpunkt darstellt. Hier lässt sich das Hebelgesetz anwenden. Da der Hebelarm A kürzer ist als der Hebelarm B, erkennt man sofort, dass die Stoffmenge unserer Flüssigphase größer sein muss als die der Gasphase. Es gilt analog zum Hebelgesetz: Stoffmenge der Flüssigphase mal Hebelarm A gleich Stoffmenge der Gasphase mal Hebelarm B. Wenn man nun NG bzw. NL berechnen möchte, kann man sich dies folgendermaßen herleiten. Ist die Gesamtstoffmenge N0 unserer Mischung die Summe aus der Stoffmenge der Flüssigphase NL und der Stoffmenge der Gasphase NG, so geht man davon aus, dass die Stoffmenge an Benzol in der Flüssigphase mit dem Stoffmengenanteil XL und die Stoffmenge an Benzol in der restlichen Gasphase mit dem Stoffmengenanteil XG bei jeder Temperatur im Zweiphasengebiet zusammen genauso groß sein muss wie die Stoffmenge an Benzol des ursprünglichen Gemisches mit dem Stoffmengenanteil X0. Daraus ergibt sich NG ist gleich X0 minus XL dividiert durch XL minus XG mal N0, beziehungsweise für NL gilt XG minus X0 dividiert durch XL minus XG mal N0. Benennen wir nun die beiden Hebelarme mit A und B, so folgen daraus die vereinfachten Formeln NG gleich A dividiert durch B plus A mal N0 bzw. NL gleich B dividiert durch A plus B mal N0. Dies können wir nun anwenden, um folgende Aufgabe zu lösen. Da wir die Länge der Hebelarme aus dem Diagramm entnehmen können, setzen wir die Werte einfach in unsere Formel ein. Unser Gemisch besteht also zu 47,4% aus Dampf und zu 52,6% aus Flüssigkeit. Da nun die Gesamtstoffmenge gegeben ist, lassen sich die Stoffmengen der Dampf- und Flüssigphase berechnen. Die Stoffmenge der Gasphase beträgt 9,48 Mol und die der Flüssigphase 10,52 Mol. Ich hoffe, ich konnte euch die Kononenregel etwas näher bringen und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.